So, da geht's weiter mit der nächsten Folge, oder mit dem nächsten Stream, so war es zumindest geplant, Watch Dogs 1, damit wir dieses Spiel hier durchbekommen. Bei mir gab es jetzt leider aus technischer Sicht irgendwie ein paar Probleme. Ich musste, ja, irgendwie spinnt mein OBS ein bisschen rum und ich konnte den Livestream nicht starten. Weshalb ich mir jetzt kurzfristig überlegt habe, okay, ich habe Bock zu zocken, ich will das Spiel durchkriegen. Deswegen werde ich das Ganze jetzt einfach aufnehmen und im Nachhinein auf YouTube hochladen. Auch das ist ja kein Problem. Livestream gibt es dann beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht, es gab ein OBS-Update und da gab es wohl das ein oder andere Problemchen, weshalb ja, das jetzt nicht so funktioniert. Macht aber nichts, wir gehen genauso weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt halt eben nicht im Livestream, sondern als Aufnahme, aber das Resultat ist im Endeffekt für euch auf YouTube dann das gleiche. Ich mach mal hinten das Hintergrundbildchen weg und wir starten genau da rein, wo wir waren. Mal sehen. Lang dürfte es nicht mehr gehen. Also ich habe jetzt mal ein kleines bisschen, ich habe mich nicht gespoilert, aber ich habe mal geguckt. Es dürfte gar nicht mehr allzu lang gehen. So, hier waren wir. Kenne-Signal identifiziert. Ach genau, richtig. I remember. So. Ich hab, was ich brauche. Wir sind soweit. So, wartet mal. Wir müssen hier hoch. Wäre das da nicht sinnvoller, mal schnell reisen irgendwo hin? Oder fahren wir da fix hin? Ja, komm, wir fahren fix hin, dann... Du gehst also wirklich zu Ray, Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blumen? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blumengegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blumen an. Hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit und ich kann ihm eine bieten. So, alles klaro. Also, wir suchen jetzt den Whistleblower. Müssen jetzt leider dahin fahren. Oh, da wäre ein Motorrad gewesen, was ich gerade umgefahren habe. Entschuldigung. So, weiter geht's. Also, ich sehe gerade... Nee, die Uhrzeit in-game auf dieser Uhr stimmt nicht überall mit der realen Uhrzeit. Ich habe gerade mit Nikki geredet. Freches Mädchen. Fass sie an und ich breche dir das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Pawnee. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenny ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warne dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. Genau. Halt dich mal raus, Junge. Damien klang besorgt. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt er für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenny ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Genau. Lass mal Kelly suchen jetzt erst. Und ich bringe Nikki in Sicherheit. So, da müssen wir links. Was ist denn hier für ein Stau, sag mal? Da liegt ein Auto neben drin. Auch nicht schlecht. Junge, ist hier ein Verkehr. So, aber es sieht immer noch schön gemacht aus. Man muss es echt sagen. Also, hoppla, Entschuldigung. Schon damals, so 8 Jahre später, das Spiel ist absolut immer noch spielenswert. Bin froh, dass ich es noch angegangen bin, muss ich echt sagen. Bin mal gespannt, was uns da bei Teil 2 und 3 erwartet, was ja auch noch auf dem Plan steht, ganz klar. So, jetzt fahren wir aber erstmal hier hin. Da waren wir ja in der letzten, im letzten Stream schon. So. Yeah.
Mach mal die Mucke aus. Ich weiß nicht, wie das hier aussieht mit Copyright-mäßig. Aber eigentlich dürfte da nichts passieren. Junge, einmal quer durch die Stadt gefahren. Hoppla. Ein Gangversteck. Ja gut, die ganzen Sachen habe ich jetzt ja mit Absicht rausgehalten. Also bei den Games interessiert mich dann tatsächlich in erster Linie mal die Hauptstory, die Kampagne. Wenn man dann vielleicht noch Lust auf Spielereien hat, dann kann man natürlich in der Open World noch ein kleines bisschen drin aufgehen und sich so ein bisschen noch umschauen. Aber in erster Linie immer mal die Hauptstories, gerade bei älteren Games. Deswegen hatte ich mir die Games eigentlich auf meine Liste gesetzt, weil ich die Story interessant fand und ich die gerne spielen wollen würde. So, wo sind wir denn hier nur? Irgendwo im Valley. Okay. Da sind wir. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Du sagst es, also auf geht's. Kann ich die mal hier? Wenn du dich trotzdem mit der Art gibst, dann tu es bitte ohne mich. Wie lange weißt du schon? Er hat's erst gestern erfahren. Sie kürzen uns allen das Gehalt deswegen. Oh mein Gott, ist doch nicht deine Schuld, dass einer ausgebrochen ist. Nee, absolut nicht. So, lasst uns starten. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Akt 3. Limonade und Apfelkuchen. Das mit dem Kleinstadtcharme ist Bullshit. Nur Leute, die aus der Stadt fliehen, um sich hier zu verstecken. Ich kam ab und zu mit Jax und Lina her, um zu angeln. Wir haben nie etwas gefangen. Aber das war ihnen egal. Ein paar meiner schönsten Erinnerungen stammen von hier. Und meine schlimmsten. Tja. Hacken Sie den Computer des Yachthafens, um Kenny zu finden. Na, dann gucken wir uns doch hier mal um, würde ich sagen. Ecken, da kann ich wieder... Kohle, die müssen wir mal wieder abholen. Da oben ist eine Kamera. Sprengen. Pferdereitmaschine, sprengen. Ja, ich glaube, so haben wir... Ich glaube, es ist bessere... Wir haben bessere Chancen, wenn wir hinlaufen. Passwort geschützt. Ja, komm, geh mal darüber. Ach nee, habe ich mich jetzt hier. Ach nee. Rays letztes Signal kam aus dem Yachthafen. Es ist nicht sicher, dass er dort ist, aber ein Anhaltspunkt. Zack, $560, sehr geil. $1,500. Es lohnt sich ja richtig hier. Wenn du so ein bisschen, also wenn du da echt Kohle brauchst und klickst hier so ein bisschen rum. Da, Bankkonto wieder. $660. Richtig nice. So, aber wie kriegen wir das jetzt gehackt hier? Oh. Ja, warte mal, braucht man da wieder... Brauchen wir da wieder die Geschichten? Denn... Sprengen bringt uns nichts. Die Kamera vielleicht hier. Da oben ist noch eine Kamera. Ah. Wobei, weiß nicht. Laden. Wozu die Hektik? Scheiß drauf. Ich sagte genau, wo die Probleme sind. Sexuell frustriert. Sachen gibt's. So. Aber warum kann ich... Ah doch, ich kann hier zugreifen. Einbruch entdeckt. Shit. Passwort wird zurückgesetzt. Hinweis an Manager gesendet. Naja,
Verdammt, das war schlampig, Pierce. Konzentrier dich. Okay. Irgendjemand muss doch hier den Reset-Code empfangen haben. Benutzen Sie den Profile, um Zurücksetzen-Code zu finden. Alles klar. Ich habe doppelt so viel bezahlt. Ist das die digitale Version? Nein, ein Hardcover-Buch wie deins. Da haben wir wieder Kohle. Kauft regelmäßig Brandbeschleuniger. Okay, wer hat hier den Code erhalten? Ich würde mal sagen, irgendein Manager-Typ, oder? Hat Schulden beim Buchmacher. Ja, ein Alphonet ist. Was ist das? Okay. Die Angestellte. Ja. Ja, okay. Und ihm hier? Warum rückst du mir so auf die Pelle? Allergisch gegen Alkohol. Ist auch hart. Okay, und hier sind keine Leute mehr. Die hat keinen Code? Ja, ja, verstehe. Der hier vielleicht. Ehemaliges Model. Ich scheint. Ach nee, ach okay. Wir müssen in dem Bereich sein hier irgendwo. Ich könnte mir vorstellen, da vorne auf der Brücke oder sowas. Er hier. Nee, der raucht sich eine. Er. Ah ja. Systemfehler. Passwort musste zurückgesetzt werden. Tja. Mehr Abstand. Aha. Ja. Ja. Ach ja? Ist das nicht richtig? Jetzt haben wir es doch. Ich habe bisher nur einen Tipp für eine Teilzeitstelle. Ist mir aber ehrlich gesagt egal, ob ich mein Leben lang Kaffee verkaufen muss. Alles ist besser als das. Ja. Richtig, aber. Trägersignal umgeleitet. Kenny benutzt ein CTOS-Zentrum. Dann ist er doch noch im Spiel. Und es erklärt auch, warum er in Pawnee ist. Er bleibt am Blumen dran, direkt unter ihrer Nase. Okay, infiltrieren die den CTOS-Turm. Machen wir, aber ich würde gerne ein Moped nehmen, was hier rumsteht. Aber das sind wieder nur die Chopper-Dinger, ne? Nee, das ist auch ein. War geil. Alles klar, wo müssen wir hin? Da hoch? Gar nicht so weit weg. Also mit den Mopeds macht es schon Spaß, hier rumzufahren. Okay. So. Dann wieder auf die Hupe gekommen. Alles klar. Satellitenschüsseln. Sieht nach einer verlassenen CTOS-Station aus. Ja. Strom gibt es auch noch. Kenny hat es hier sicher benutzt. Okay. Aktivieren Sie Stationen, um auf die Daten zuzugreifen. Okay, da kann ich die Antenne bewegen. Hier geht gar nichts. Ah, hier. So, wo müssen wir denn hier entschlüsseln? Eindringen, hier. Gott. Kommen wir jetzt so da rein? Die ist immer noch zu. Das ist doof. Das wollte ich eigentlich so nicht. Warte mal. Hier? Doch, wir müssen ja da durch. Geht ja gar nicht anders. So, hier. Dann haben wir hier entriegelt. Da ist aber keine Cam und wir müssten hier mal weiter.
keine Cam, ne? Oder ist die Tür jetzt hier auf? Nö. Hm. Was haben wir in Regie? Aber wie kommen wir denn da hin? Moment, wir probieren es mal draußen. Vielleicht muss ich das dann irgendwie von draußen anders reinkommen oder so. Was ist hier? Employees only? Oben vielleicht. Ne, auch nur Employees. Employees, so heißt es. Okay, was war hier? Ne, der zeigt mir, ich muss runter. Das ist ja doof. Das ist ja, was war hier? Achso, die Antenne wieder, ne? Ja. So. Wir müssen hier rein. Und ich muss da was benutzen. Hier. Kann ich denn da benutzen? Da. Ach, kann ich... Nee, ich kann hier nicht. Das ist ja doof. Wie konnte ich denn da... Da ist auch keine Kamera und nichts mehr, ne? Die Schwachstelle haben wir aufgemacht, aber wie komme ich denn da hin? Vielleicht bin ich auch einfach wieder zu doof. Wir gucken mal, ob es jetzt hier irgendwo noch anders runtergeht. Ich glaube, ich hab's. So, einmal die Antenne so. Aha. So. Da ist dieser CTOS-Turm. Mit dem wir so natürlich nicht rüberkommen. Ist die Schwachstelle. Okay. Hier komme ich so nicht rüber. Also, das war auch ein Satz mit X. Ah, was haben wir hier noch? Dunkel, ne? Langsam, langsam, Piers, langsam. Ja, also es muss hier irgendwie... Geht ja gar nicht anders. Hier muss ich hin, aber hier kann ich nicht hin. Wie komme ich hier rein? Das haben wir ja in der Regel, wenn ich wüsste, wie ich die Tür benutzen kann hier. Aber es gibt ja keinen anderen Zugang. Das ist ja dubios. Eckbarer CTOS-Turm. Aber... Pff. Wie kriege ich den denn gehackt? Da geht's dann in einen anderen Raum. Ich check's nicht, wo wir hin müssen, Leute. Ich check's gerade überhaupt gar nicht, wo wir hin müssen. Das bedeutet also hier nochmal umgucken. Hilft ja nichts. Es hilft ja nichts.
Hier wird... Ah, wartet mal da drüben. Wie kommen wir aber dahin? Gar nicht wahrscheinlich. Das verschiebt sich also auch mit. Hier. Verstehe. Somit hätten wir hier einen Übergang. Da ist eine Kamera. Und da ist eine Kamera. Jetzt bin ich schon mal gespannt, ob man jetzt reinkommt. Nee. Tatsächlich noch nicht. Aber wir kommen jetzt hier rein. Wir kommen jetzt da vorne rein. So, Pierce. Dann zeig mal, was du kannst. Die Kameras habe ich gar nicht gesehen. Ich hält. So, jetzt kommen wir nämlich hier rein. Jetzt mit Hilfe der Kamera. Einmal hier rüberfahren. Da der Lift. Nee, ich will nicht da. Super, Pierce. Das hast du super gemacht. Das muss ja hier irgendwie zusammenhängen. Hier kommen wir nämlich immer noch nicht rein. Die Tür ist immer noch offen. Wir müssen da auf die andere Seite, 100%. 100% müssen wir da auf die andere Seite. Wir probieren das mal. Leute, wir probieren das mal. So, jetzt hier. Jetzt müssen wir hier wieder andersrum. Hier wieder andersrum. Dann hier so. Kann ja anders nicht funktionieren. So. Da drüber, dann da hoch. So, sehr schön. Da haben wir schon gehackt. So, da ist die Kamera. Die bringt uns jetzt hier rüber. Alles klar. Aber jetzt, wir kommen hier nicht drauf. Guck mal, wenn ich hier so drauf stehe, bleibt, ne? Aha. Alles klar. Jetzt haben wir's. Und das ist bestimmt die Seite. Ja, alles klar. Okay. Hat ein bisschen gedauert, Leute. Hat ein bisschen gedauert, aber ich komme dahinter. Oh, jetzt haben wir aber gerade einen Freeze. Haben Sie genug von Angebern und Prahlern?
Hi Malcolm, danke, dass du deine Bedenken bezüglich des Bellwether-Codes geäußert hast. Sei beruhigt, es gibt keine Gehirnwäsche-Features. Oh, und es gibt Neuigkeiten, wir befördern dich zum Kundenbetreuer. Na, da guck hin. Na, da schau hin. Okay. So, dann müssten wir jetzt da vorne irgendwo durch, ne? Ah, sprechen. Da fliegt gerade alles in die Luft. Das war geschickt. So, aber so kriege ich den Kram hier entriegelt und so ist hier oben auch die Tür offen. Alles klar, und jetzt können wir da runter benutzen. Das war jetzt aber ein Umweg, ey. Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar, Pawnees liebstes Wasserloch. Vielleicht das einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Na also. Okay, Leute, ich muss den kurzen Cut machen, ihr habt's gemerkt. Irgendwie, ja, irgendwas stimmt in meinem Aufnahmeprogramm momentan nicht. OBS zickt ein bisschen rum nach dem Update. Ich muss da nochmal schauen, weswegen ja auch die Aufnahme und kein Stream. Schneide ich dann natürlich entsprechend zusammen, sodass es für euch gar nicht auffällt. So, wir müssen in die Bar. Auf geht's. Also richtig rumrutschen kannst du mit den Mopeds aber nicht, das ist ein bisschen schade. Junge, heute fährt er aber im Kram zusammen. Natürlich fahren wir voll gegen den Pfosten. Wollte eigentlich eine schöne, coole Bremsung hinlegen, aber... So, also dann mal rein in die Bar hier. Wo geht's denn da rein in den Laden? Ach, da. Hallo. Was ein Kram. So, wer ist denn jetzt hier wer und was sollen wir hier machen? Wir sind doch hier richtig, ne? Suchen Sie Jedediah's Bar nach Kenny. Reiste kürzlich nach Ägypten. Heute ist schön. So, wo ist denn hier Kenny? So viele Leute sind ja hier in der Bar nicht drin. Nicht raus. Und wo sind denn hier die Toiletten in dem Laden? Vielleicht hat er sich auf den Toiletten versteckt. Der sammelt Anime-Action-Figuren. Wie geht's denn? Brauchen Sie was? Ah, gib mir mal eine Flasche Bier. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Jo, Alter, rück mir nicht so auf die Pelle. Verschwinde. Ja, Alter, dann geh du doch einen Schritt zur Seite. Kann ich mit denen sprechen? Wie kann ich nicht machen? Das ist auch nicht verfügbar. Hm.
muss da hinten sein. Guck mal, das wird mir hier angezeigt. Besitzer von Jediah's Bar, Rowdy Jediah. Brechender Elch. Ein Typ sitzt im Kino, da kommt ein Elch und setzt sich neben ihn. Fragt der Typ, was macht denn ein Elch im Kino? Sagt der Elch, naja, das Buch hat mir gefallen. Okay. Okay. Was ist der denn? Wo ist der Boy? Also irgendwie blick ich jetzt hier gerade nicht, was wir jetzt hier so tun sollen. Die stehen hier so rum. Geh nochmal raus. Unser Auftrag lautet, suchen Sie in Jediah's Bar nach Kenne. Ja, hier muss es doch aber auch ein Klo geben oder so. Nicht, dass der Typ auf dem Klo sitzt und... Aha, hier draußen stehen noch welche. Na Jungs, was macht die Kunst? Alles Roger? Entschuldigung. Aha. Ist hier ein Grund, warum man hier hochklettern kann? Chemische Komponente sollte man mitnehmen. Das ist komisch. Stimmt. Sollte hier nicht irgendwo einer sein? Hey, kümmere dich um deinen Kram. Was ist mit dir? Kürzlich eine Blinddarmoperation? Also irgendwie finde ich das gerade ein bisschen dubios, Leute, muss ich sagen, dass wir hier drin keinen finden. Er sollte doch hier sein, oder nicht? Das ist echt ein bisschen dubios. Nicht, dass er sich jetzt irgendwie hier im Spiel, weil sich das Spiel so ein bisschen kurz aufgehangen hatte. Weil, wie gesagt, mein OBS ein bisschen rumspinnt. Nicht, dass da jetzt irgendwie was quergelaufen ist. Das wäre jetzt ein bisschen schade. Ich krieg hier auch nichts angezeigt. Pass mal auf, Leute. Ich mach's anders. Ich fahr mal zum Versteck. Oh, Bankkonto. Ich fahre mal zum Versteck, speichere mal. Und fahre dann nochmal hierher. Ich denke, oder er schließt das Spiel dann mal. Und öffne das Spiel nochmal neu. Vielleicht hat es da jetzt gerade ein bisschen was zu hauen, was echt komisch wäre, aber... Ja, hier muss ein Versteck sein. Das haben wir uns auch noch nicht angeguckt zusammen. Das können wir ja auch mal abchecken. Ah, cool. Ja, sehr geil, Leute. Pass auf, dann... Geht das jetzt hier? Wahrscheinlich geht das jetzt gar nicht, ne? Weil... wir mitten in der Vision sind. Könnte ich wetten. Könnte ich jetzt wetten. Was haben wir denn eigentlich so in unserer Garderobe? Aber wir könnten mal wieder hier uns mal umziehen, genau. Mal so wieder ein bisschen rumlaufen, wenn wir schon mal hier sind. Okay, Leute. Ja, ausruhen. Das geht, glaube ich, nicht. Wir können uns nicht ausruhen, weil wir nicht direkt in einer
Suchen Sie in Jets Bar nach Kenny. Das ist ein bisschen dubios jetzt. Der wird mir da unten auch angezeigt, seht ihr das? Okay, jetzt geht's weiter. Da war irgendein Fehler. Ich hatte gehofft, Sie können mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Ray Kenny. Nie von ihm gehört. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Was trinken Sie? Bourbon. Bezahl den Mann. $100. Cash. Kaution für Schäden. Ja. Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Also. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Bist nicht sehr gesellig, was? Ich will hier keinen Ärger, T-Bone. Achte nicht auf den. Er hat sie nicht alle. Kein Respekt vor Künstlern. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Trink. Ja, da scheint irgendein Bug drin zu sein gerade. Runter. Alles klar, wir trinken mit dem leeren Stuhl. Ein lustiges Trinkspielchen auf jeden Fall. Irgendwas läuft da gerade falsch, Leute. Stadtmenschen sind Energievampire, die saugen dich aus. Okay. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter, oder was? Oh, fuck. Wären sie dir gefolgt, müsste ich dich... schießen. Sei Glück, dass jemand an meinem Visier gedreht hat. Oh. Ui. Ja, also, da ist irgendein Bug drin. Was sagst du, wie der Name war? Raymond. Oh, der meint's echt gut. Rechnung, ja, ja. Ein freundlicher Mensch. Du schuldest dem Mann $100. Hallo, Ray. Sei nicht so verdammt laut. Das ist jetzt ein bisschen dubios, dass das tatsächlich so verbuggt ist. Hm.
wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Hör mir gut zu, Freund. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann es nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambiente? Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Folge mir. Alles klar, wo geht's denn hin? Sehr hübsch hier. Du hast wirklich ein Händchen für Kunst. Das da ist eine Sprengfalle. Und wenn du sowas nicht erkennst, bist du nicht paranoid genug, mein Freund. Ich habe noch mehr davon. Und tja, wenn du mich findest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere es auch tun. Also lass uns anfangen. Hör mal, ich habe einen echt engen Zeitplan. Je schneller wir das erledigen können, desto... Ich glaube, du verstehst dein eigenes Spiel nicht, mein Freund. In Chicago läuft eine Software, die dafür gemacht wurde, Leute zu finden. Ich weiß, wie das CTOS denkt, weil ich sein verdammter Papa bin. Und es hat immer noch mein Bild in der Brieftasche. Solange du meine biometrischen Daten nicht aus dem System nimmst, bin ich nutzlos für dich in Chicago. Und meine Kunst, wie du sie nennst... Wenn du es vergeigst, muss ich auf das Echo gefasst sein. Hier, ich zeig's dir. Was hat er denn da Lustiges gebaut? Was willst du mir denn zeigen, Junge? Bereit? Ja, Mama. Achtung! Aber hallo! Hast du das gespürt? Ha. Wow! Rück die Knochen gerade! Probier's mal! Ja. Macht das nicht Spaß? Hey, wenn du dir den Arm wegsprengst, dann mach ich dir einfach einen neuen! Dein Vertrauen ist ermutigend. Oh, tut mir leid. Ist es mein Job, dich aufzubauen? Dich anzufeuern? Ich glaube, du missverstehst unsere Beziehung hier. Ich sehe Möglichkeiten. Du kannst mir helfen, ich kann dir helfen. Ich glaube, du missverstehst da was. In Jets Bar fand ich einen Alkoholiker, der alleine auf seine Vergangenheit anstößt. Ich bin keine Möglichkeit. Ich bin deine zweite Chance. Und ich habe jetzt eine neue Wumme. Ich glaube, ich mag dich. Aber Freunde sind wir noch nicht. Als erstes brauche ich mal etwas Bloom-Hardware. Ich bin schon eine Weile da raus. Ich muss rausfinden, wie ihre Scanner funktionieren. Du willst, dass ich bei Bloom einbreche? Nicht direkt. Irgendwer hat die Hardware bereits gestohlen. Insider-Job. Ist viel wert auf dem Schwarzmarkt. Ich habe die Typen beobachtet. Sagen wir mal, es sind echte Waffenliebhaber. Nimm eins von meinen Gewehren. Hab ich schon. Fahr für mich bei der Tankstelle vorbei, ja?
Die Pawnee-Gangster-Miliz hat etwas, was mir gehört. Also musst du da rein und mir meinen Truck holen. Okay, stehlen Sie T-Bones Truck zurück. Ist es dann zurückgestohlen? Alles klar, wir kümmern uns drum. Ah, da steht wieder ein Moped, das ist ja hervorragend. Ich bin hier am Arsch der Welt, um mich mit einem missmutigen Cyberterroristen anzufreunden. Aber ich brauche ihn. Und nicht nur wegen der Daten. Ich setze ihn gegen Damien ein, wenn es sein muss. Meinen Teil des Deals halte ich ein. Okay. So, also, dann gucken wir mal. Truck Clown. Und T-Bone. Das sind aber viele. Du machst es mir nicht leicht, T-Bone. Das sehe ich mir genauer an. Ja, natürlich. Können wir? Da haben wir sogar noch genug. Wenn wir den da hinten hinpfeffern und dann von hinten kommen. Ja. Wartet. Da drüben. Oh shit. Das sind aber wirklich viele. Da ist er ja. The Boy. Letzte bekannte Position erreicht. Such mir ein Ziel. Bin gleich soweit. Bewegt euch. Hallo. Sorgst du, wie du hier wieder rauskommst? Das war nice. Ich kann länger als du, Amateur. Komm jetzt von da, ne? Du kannst uns nicht alle umlegen. Gib auf. Doch, kann ich. Die kommen von da. Alter. Es war ja wieder alles gekonnt hier. Ach, da bist du. Guck mal. Ich hab da hinten was gesehen. Ich auch. Hab ihn! Ja, schon hin. Ey, könntest du dich mal verstecken? Wow. Okay, viele sind es ja nicht mehr. Wo ist denn der Scharfschütze? Muss da irgendwo ein Sniper sein hier oben. Das war wieder auf gekonntes Vorgehen, Alter. Also gar nicht, ne? Gut, wir könnten jetzt natürlich. Ja, mal eine andere Wumme. Die Goblin, genau, die haben wir auch noch nicht probiert. Da ist ein Sniper. Da, ich wusste, dass irgendwo einer ist. Da oben. Oh. Los mit dir. Bist du nervös? Wo ist der? Ist der auf dem Dach? Fuck, das kann doch nicht sein. So, okay, tu einfach, was du tun musst. Ja, genau. Ich bin dabei. Wo ist es? Hey, ich hab keinen Funkkontakt. Wo sind die Kerle? Schicken wir ein paar Leute raus. Mal sehen, was da eigentlich abgeht.
Na, schick mal ein paar Leute raus, wir klauen ihn. Unterstützung ist da. Truck. Fahr in ihn rein! Hallo. Gab's nicht noch einen langsameren Truck? Warte, Witze? Du hast ihn tatsächlich... Komm ihn! Ja, ich hab ihn, aber sie sind da mir dran. Oh, Scheiße. Und was machen wir denn jetzt? Was soll denn das bitte heißen? Ich hätte nie gedacht, dass du den scheiß Truck wirklich kriegst. Wenn du den Truck haben willst, musst du dich schon ein bisschen anschauen. Komm ihn! Ja, okay. Locke sie in die Nähe einer meiner Skulpturen. Gib mir ihnen etwas Kunstunterricht. Ach nein, muss ich jetzt da hochfahren? Ach nein. Moment, warte mal. Da müssen wir hin. Oh Gott, die völlig andere Richtung. Jetzt nicht dein Ernst. Schubst ihn von der Straße. Los. Wie gut. La Cucaracha, Alter. Krieg ich jetzt auch wieder aus Eier so, okay. Alles klar, alles klar. Einmal da lang. Ja, das ist wirklich der schnellste Truck. Führe sie an meiner Skulptur vorbei. Sie ist bereits verdrahtet. Wir haben die Sau! Oh shit, was habe ich denn gemacht? Na, Wumme. Ich brauche Deckung. Deckung, 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 Deckung. Er versucht zu fliehen, Freund. Ah! Gibt auch nur Einzelfeuer ab. AK-47. Damit kannst du nichts falsch machen. So, pass mal auf. Das war aber jetzt auch mehr Glück. Wie können. Wo ist denn der T-Bone eigentlich? Kämpft der mit? Viele können es ja nicht mal sein, Doktor. Einer noch. Wo ist der? Da hinten steht er. Ausgeschaltet. Alles klar. So. Sollen wir dann? Einer mitkommen. Die Polizei sucht immer noch nach der 20-jährigen Michelle Strauss. Es wird nun aber vermutet, dass sie tot ist. Strauss ist eine weitere vermisste Prostituierte einer vermissten Seele. Ja, alles schön und gut, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Natur der Taten sprechen die sozialen Netzwerke mittlerweile vom Fingerfarbenmörder. Die Polizei bittet die Bürger dringend um Mithilfe bei der Suche nach Strauss und dem Täter. Von dem habe ich gehört. Er taucht seine Hände gerne im Blut und malt dann damit. Er ist ein verdammtes Tier. Er soll hoffen, dass ich ihn nicht erwische. Der Bunker macht zu viel Lärm. Was denn für Lärm? Er ist online. Das haben einige mitbekommen. Computerkids vor allem. Aber keine Panik, ich sorge dafür, dass sie nicht reinkommen. Sie haben uns bereits sondiert. Sondiert? Nur einer macht mir wirklich Sorgen. Sein Name ist Default und er ist ziemlich gut. Ich beobachte ihn. Sag Bescheid, wenn er Ärger macht. So, was ist jetzt mit T-Bone?
Okay, ich habe den Truck abgestellt. Verdammt, der Plan könnte wirklich aufgehen. Okay, jetzt brauchst du die Sicherheitsfreigabe, um in Blooms Headquarter zu kommen. Schon mal einen Helikopter verfolgt? Und nein, das ist keine philosophische Frage. Meist verfolgen die mich. Okay, wo müssen wir hin? Ganz da nach draußen. Okay. Was hat das mit uns zu tun? Nur eine Vorahnung. Wir reden später. Okay, Helikopter verfolgen. Er läuft. Ich muss sagen, ich finde die Gegend hier so, was sie da so außenrum um die City gemacht haben, richtig nice. Das sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Das ist Valley. Nennt man das so? Ich glaube, man nennt es Valley, ne? Im Amerikanischen. Oder die Bereiche außerhalb von Städten. So. Wir müssen mal checken, ob wir dann irgendwo noch einen Bankautomaten finden. Wir haben jetzt so viele Leute auch gehackt, da gibt es immer richtig fett Kohle. Auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen, aber. Natürlich. So. Ach, da drüben ist Chicago. Also. Nee, du musst da hin. Eben. Jetzt brauche ich eine Sicherheitsfreigabe für das Blume HQ. Was ich auch mache, Blum ist im Spiel. Da läuft doch irgendwas, und zwar weit mehr als nur das CTOS. Hoffentlich weiß T-Bone, was er da tut. Okay, bin in Position. Was ist jetzt mit diesen Helikoptern? Wart erstmal ab. Los, verlier ihn nicht. Du bist lustig, verlier ihn nicht. Kann es sein, dass ich den gar nicht mit ab... Ich glaube, das geht jetzt schon in die Hose. Na doch, der fliegt doch nicht über den See. Als ob man Hubschrauber so verfolgen könnte. Ernsthaft mal. Ein Ziel hier? Ja, ich will wissen, wo er hinfliegt. Und das hilft uns, weil... Weil es Routine ist. Blum ändert jeden Tag das Sicherheitsprotokoll. Und der Vogel bringt die aktuellen Anweisungen rüber nach Pony. Dann wird uns also der Helikopter direkt zum Sicherheitschef führen. Der Groschen ist gefallen. Wo fliegt der denn hin? Wenn ich hier irgendwann am Ende an der Straße bin, dann ist halt blöd, ne? Scheint aber nicht so. Es scheint so, als würden die Straßen weitergehen. Er ist über einem Trailerpark. Das ergibt keinen Sinn. Doch warte mal. Das ergibt absolut Sinn. Milizen aus Pony arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann's kaum erwarten. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewachen? Die gleiche Gang. Die Pony-Miliz besteht aus Prepper, Untergangspolizisten, Regierungsgegnern und so. Typen wie wir. Die spielen also keine Spielchen. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. Also, einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein.
Shit. Ich dachte es mir schon wieder, eben gesagt, da habe ich schon auf Sprengen gedrückt gehabt. Er ist über einem Trailerpark. Das ergibt keinen Sinn. Doch warte mal. Das ergibt absolut Sinn. Die Milizen aus Pawnee arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann es kaum erwarten. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewachten? Die gleiche Gang. Die Pawnee-Miliz besteht aus Prepper, Untergangspropheten, Regierungsgegnern und so. Typen wie wir. Die spielen also keine Spielchen. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. Also, einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein. Okay. Außer Reichweite. Genau, nur den Hubschrauber. Da fliegt ja hier so schön alles ab. Da ist immer noch außer Reichweite, die Kameras. Aha, ist er der neue Sicherheitschef? Gut, der hat Potenzial. Und wer noch? Na komm schon. Gib mir Optionen. Da. Er hier. Er hier. Schützenverein. Die kontrollieren den halben Park. Ist das normal in Pawnee? Nichts ist normal in Pawnee. Seit Bloom angefangen hat, Geld in dieses Loch zu pumpen, ist alles noch viel schlimmer geworden. Hm. So gut wie alles gescannt, ne? Okay, die zwei Sicherheitschefs muss ich ausschalten. Das wird geschmeidig. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, wie die Profis. Wahrscheinlich nicht. Kommst du selbst da nicht rüber? Erzähl doch nichts. Also, unglaublich. Hm, wann haben wir denn hier? Ja, das sind aber keine... Steht noch einer. Oh, hallo. Okay. Ihnchen hier. Wow, sagt er. Wow. Ich auch nicht, mein Freund. Ich auch nicht. Ich kann auch keine Dings herstellen, so ein Shit. Meine Fresse! Was ist das? Wie oft muss ich das den Pennern noch sagen? Kauft keinen Billigscheiß!
Wenn wir aber jetzt schießen, ne? Och nee, ich dachte, ich kann den... Ah, das geht bei den Schwergepanzerten nicht. Ich dachte, ich kann ihn von hinten packen. Shit. Hey, ist das nicht der Kerl aus den Nachrichten? Ja, ich bin der Kerl aus den Nachrichten. Absolut bin ich der Kerl aus den Nachrichten. Jetzt habe ich die ganzen Dinger verloren, so ein Mist. Herstellen. Frühes Stadium von Demenz. Ist nicht mein Problem. Shit, jetzt hätte ich den natürlich da killen können, ne? Das nicht funktionieren. Wir müssen da etwas subtiler rangehen. Aber den einen haben wir schon ausgeschaltet, ne? Ja. Oh fuck, der sieht uns. Ich bräuchte Granaten. Oh, wartet mal, wir haben doch noch hier von den Haftbomben, oder? Annäherungs... Yeah. Hier auch eine hinballern. Für den Fall, dass da einer kommt. Ach, shit! Oh, das ist jetzt wieder... Oh, das ist jetzt wieder genau mein Ding. Wartet mal. Annäherungs-USVs. Nicht rennen. Da schmeißt du mal einen hin. So. Hey, da verarscht uns doch wer, ne? Finde die... Das war doch schon mal ganz geil. Ich hab hier nichts. Weiter geht's. Aufgepasst! Shit. Die Gepanzerten muss ich ausschalten, die krieg ich sonst nicht los. Okay.
Das kann doch nicht wahr sein! Hey, Vorsicht! Achtung! Oder so natürlich, das geht aber. Okay, die hätten wir ausgeschaltet. Das ist natürlich, geht auch so. Und es ist ein Sniper. Ich glaube, der hat es auch hinter sich. Hatte ich nicht hier noch so die dicke andere Wumme? Oder war die hier drüben? Da. Wollte schon sagen. Wir haben doch hier was Ordentliches mit Wumms. Ausschalten müssen. Der hat eine Knarre. Natürlich hat der eine Knarre. Shit, jetzt haben wir den. Boah, von wo? Oh shit! Der Hubschrauber! Schießen sollen, Mann. Komm raus da. Stoppt ihn! Er hat die Waffe! Schaltet ihn aus! Also nochmal. Vielleicht dieses Mal etwas so subtil, dass wir Fokus Boost USVs. So, ein USV hierhin. So wird das nichts. Ich darf das nicht so hektisch machen. Das müssen wir. So, passt mal auf. Wir gehen jetzt mal hier hin. Jetzt müssen wir mal sondieren, was haben wir denn eigentlich noch? Wir haben noch diese Anehre. Wir haben noch 4 von diesen normalen SOVs. Würde hier gut einer passen? Und eventuell hier gut einer passen? So. Hier ist er nicht. Ich sehe da drüben. Auch noch. Alles sauber. Ich gehe da lang. Kommt da jetzt noch einer? Das ist keine gute Idee. Und auch noch dahin laufen, natürlich. Das ist doch, darf doch jetzt nicht wahr sein. Wir werden das doch noch hier schaffen. So. Ich hätte gerne Annäherungs-SOVs. Dahin.
dann vielleicht mal die Waffe wechseln. Nichts zu sehen. Ich sehe da drüben nach. So, dann hier vielleicht nochmal eine hin. Hallo, guck mal. Bombe. Den weg. Okay. Da ist der Typ. Pass mal auf. Sind da. Ihr braucht Hilfe. Vielleicht halt nicht so ewig stehen bleiben hier. Es wird eng. Schön vorbeigeflogen. Töten alle Mitglieder oder fliehen sie? Schiebt ihn von der Straße! So, das müsste eigentlich hinhauen. Die hauen ab, ne? Hey, wir sind da! Findet ihn! Es müsste doch jetzt reichen, um... Die finden uns doch hier nicht. Kommen die tatsächlich hier hochgefahren, die Kasper? Sehen wir uns nochmal um!
Sehen uns nicht, sag ich doch. Haha. Nee, ihr bleibt doch da jetzt nicht stehen und parkt da, oder was? Dann muss ich euch doch töten. Pass gut auf, er ist hier. Gibt's nicht, jetzt fahren die doch noch hier hoch, ne? Ist unglaublich. Nicht locker. Kann ihn irgendjemand sehen? Ebenso. Unglaublich. Jetzt haben wir Zugang zu Blooms HQ. Verdammt. Sorry, dass ich gezweifelt habe. Es gibt doch keinen Grund. Ich bin Realist. Hör zu. Ich programmiere einen kleinen Virus, der mich aus ihrem System löscht. Mann, bin ich. Unglaublich. Da müssten wir sie doch so platt machen. Naja, gut, okay. Dann spaziere ich mit dem Zugang und deinem Virus bei Bloom rein. Sicherheitslevel? Oh, gute Frage. Man könnte sagen, Fett. Tja, dann muss ich sie etwas ausdünnen. Hast du ein paar ihrer Lieferungen verfolgt? Natürlich habe ich. Schick mir ihre Routen, dann machen wir ein bisschen Lärm. Alles klar. Alter, das Auto ist ein Monster. Unaufhaltbar, so heißt. Die Pawnee-Miliz arbeitet als Security für Bloom. Das heißt, wenn sie versagen, verlieren sie den Auftrag. Wenn ich dafür sorge, dass sie versagen, schicken sie mehr Männer. Damit wären weniger bei Bloom. Sehen wir uns die Route von Tibon an. Das ist ein ziemlich direkter Weg. Gibt mir eine Menge Möglichkeiten. Ja, natürlich fahre ich da um. Konvoi stoppen, bevor sie Blume erreichen. Junge, hast du jetzt... Was machst du denn da? Okay, wir können hier rechts runterfahren, dann sollten wir gleich da sein. Ja, hier. So, was ist denn? Stoppen sie den Konvoi, bevor er Blume erreicht. So, die fahren in die Richtung, ne? Und jetzt haben wir natürlich keinerlei, nur noch eine Kugel. Fahren die überhaupt? Da kommt doch der Konvoi. Hallo Jungs. Oh shit, das war eine blöde Idee. Das war eine saublöde Idee. Ich dachte, der Konvoi kommt nicht. Und jetzt haben wir doch. Boah, ich hätte vielleicht erstmal noch in den Waffenshop gehen sollen. Sehen wir uns die Route von Tibon an. Das ist ein ziemlich direkter Weg. Aber wir könnten das mit denen. Eine Menge Möglichkeiten. Okay, ich weiß schon. Moment. Wo ist mein Auto? Ich habe kein Auto. Fuck, ich habe kein Auto. Macht aber nichts, dann laufen wir. Und zwar, hoffentlich klappt das jetzt. Hoffentlich bin ich schnell genug. Uff. Ist aber hoch.
pass auf, wir brauchen nicht die Annäherungs. Nein. Shit. Das waren die falschen, die wollte ich gar nicht. Überlebt es nie. Du bist tot, du Sau! Der Kerl ist bewaffnet! Ohne den Druck! Runter, pass auf! Boah, Alter. Das war jetzt aber mehr Glück wie Verstand, ne? Scheiße. Dann brauch's wohl, bis das Auto explodiert, wenn ich drauf schieß. Skillpunkte halten, müssen wir auch mal. So, was wir jetzt zuerst brauchen ist... Blum weiß gar nicht, was passiert ist. Wir haben ein Fenster. Mann, hätte ich dich doch mal schon früher gekannt. Weil wir alles erreicht. Keine Sorge. Erreichen wir... Wo ist hier ein Waffenladen? Den brauchst du hinten hier. Da muss ich zuerst Chicago. Hin. Hast du deinen Virus schon fertig? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Mehr. Es wird klappen. Glaube ich. Was soll das heißen? Ich gehe in die Höhle des Löwen. Sei nicht so dramatisch. Komm du an ihre Server, das Teil funzt schon. Und du bist die Legende, von der Clara ständig faselt? Die was? Wer? Vergiss es. So, natürlich den schnellsten Truck genommen. Entschuldigung. Ja, Uhr. Hallo Jungs. So, Munition einmal komplett auffüllen, bitte. Wenn Sie was brauchen, ich helfe Ihnen gerne. Ja, so sieht es doch super aus. Alles klar, dann. Okay. Haben wir wenigstens wieder volle Munition. Da habe ich nämlich gar nicht drauf geachtet. Ich hält. Die Zukunft liegt bei Blum. Also, dann mal rein jetzt in die Mission. Gucken, was uns da erwartet. Die Zukunft liegt bei Blum. Wenn T-Bone mit mir nach Chicago kommt, muss ich in das Gebäude. Blums Hauptquartier. Security-Experten. Ja, das wird nicht leicht. Und ich bin ein Riesenecho auf ihrem Radar. Aber sobald ich fertig bin, habe ich Raymond Kenny so gut wie in der Tasche. So, erreichen Sie Blum. Dann nehmen wir doch unsere Karre mit. Yeah! Macht auch wenig Aufsehen, wenn wir da mit so einem dicken Karren kommen. Da waren wir doch gerade. Hey Mann, sei vorsichtig. Du kannst da nicht einfach so reinwalzen. Das ganze Gebiet wird komplett überwacht. Die sehen dich und die Server werden gesperrt.
Toll. Die Sache schnell beenden. Also nicht entdecken lassen. Kein Problem. Ah ja, Kameras. Wenn wir den da drin sprengen könnten, wäre das super. Unten mal gucken. Der hat eine Kamera, da ist eine Kamera. So. Erstmal außenrum das Gebäude sondieren, würde ich sagen. Den können wir sprengen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Aufmachen. Geht das? Geh mal hier hin, dass sich nicht sofort jemand sieht. Ach, da ist eine Kamera. Na, guck hin. Nö, ne? Siehst mich nicht? Nö. Die Frage ist nur, kann ich hier irgendwie... Da irgendwie reinkommen. Pass mal auf, wir lassen ihn mal sprengen hier, würde ich sagen. Ja, richtig. Tschüss. Shit. Zu suchen. Frage ist, kann ich hier durchschießen? Wir müssen nach ihm suchen. Geht da lang. Shit.
machen will! Leck mich doch am Arsch! So, gut. Ich geh da rüber. Alles sauber. Ich geh da lang. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Hier ist nichts. Ich guck da drüben. Sau gut. Das finde ich klasse, wenn du die. Wenn du die einfach so wegsprengen kannst. Ich hab Platz zu suchen. Neu formieren. Freut euch nicht zu früh. Haltet die Augen auf. Vorsicht! Was ist das? Ich hab hier nichts. Ich geh nach da drüben. Mal vorsichtig! Scheiße, wir wurden getroffen! Ich finde es super. Sucht ihn. Er ist hier irgendwo. Passt gut auf! Such weiter. Hör auf, Leute. Er ist weg. Nicht müde werden, Leute. Ach, ach so, da eben. Geht da lang. Ja, klappt nicht immer. Pass auf, Mann. Da ist jetzt halt noch die Bombe, die da hängt. Ich kann dich aber nicht mehr aufnehmen, ne? Finden wir ihn. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Alles sauber. Ich gehe da lang. Augen auf. Ja! Was ist das denn? Verdammt! Verstanden? Das war dumm. Alles sauber. Ich gehe da lang. Der ist nicht weg. Sucht endlich. Kann ich die Bombe wieder aufnehmen hier? Nee, kann ich nicht, ne? Aber wir könnten sie auch noch nutzen, indem wir jetzt hier. Vorsicht! Alles sauber. Ich geh da lang. Na, komm mal hier gucken. Hier ist nichts weiter. Shit, das hat nichts gebracht. Vorsicht! Los, sucht ihn! Hier drüber? Ne, ich komme hier nicht drüber. Ne? Das ist halt echt kacke. Komm ich auch nicht rein. Irgendwo muss ich in den Laden reinkommen. Alles sauber. Ich hab hier nichts. Ich geh nach da drüben. Das geht hier vor. Der auch. Wir müssen das abbrechen. Bleib vorsichtig. Okay, Mann, das ist cool. Klappt denn hier nie irgendwas? Ja, genau, lauf mal da rein. Halte die Augen offen. Ich muss da links an den Kalzen. Dreh dich mal um. Die ortsübliche Fehlfunktion. Ist zumindest vorne schon mal das Tor auf. Was
Das wird gehen. Passt. Zugang gewährt. Er läuft doch. Ich glaube, ich habe gefühlt seit einer halben Stunde nichts gesagt, weil ich mich hier einfach so konzentrieren muss. Aber das ist halt so bei Story Games. Ich möchte jetzt gerne die zwei anderen hier auch noch ausschalten, wenn es möglich wäre. So. Hallo. Hervorragend. Hervorragend. So. Mehr müssten ja hier gar nicht mehr sein. Damit kann ich anlocken. Wo kann ich denn hier noch was? Hier, elektronische Teile. Kann ich mir davon jetzt noch ein Bömmchen bauen vielleicht? Nee, kann ich nicht. Aber wir hätten im Notfall auch den Granatwerfer. Läuft. Okay. So, wir müssen scannen gehen. Dann scannen doch. Kann ich jetzt nicht scannen? Hallo? So, ich muss vielleicht auch mein Handy rausholen, dass ich scannen kann, ne? Ja. Hinten aktivieren Sie die CEO. Tralala, Totenschlag, nicht Totkästen. Okay. Der eine geht da raus. Geht hier lang. Geht da hoch. Hier lang. Ah, doch, da hat noch was. Wusste doch, dass wir hier oben bestimmt noch was machen müssen. Da. Nummer 1. Die Nummer 2 geht hier lang, geht dann darüber. Hier lang. Also wir hätten sie sowieso alle ausschalten müssen, davon mal abgesehen. Ja. Bringen Sie unbemerkt ins Blumennetzwerk ein. Das war mir so klar. Zack. Da. Dann geht's hier. So. Dann sind wir das noch hier. Und das noch hier. So ist schlecht. Dann brauchen wir das aber hier. Und das brauchen wir so. Dann müssen wir das hier oben auch noch so. Und so. Nee, nicht ganz. Das ist doof. Ja, doch, haben's. Passt. Oh shit. Mm.
Okay, da lang. Da brauchen wir das noch. Dann müssen wir hier noch so. Und hier. Und hier und hier und hier. Und das wieder so rum. Oder? Shit. So, pass mal auf. Da müssen wir hier. Shit, geht das jetzt so nicht? Das so rum. Das so rum. Wie kriege ich denn das jetzt da hoch? Hier? Dann haben wir das hier, dann brauchen wir es aber hier noch. Dann müssen wir das hier hochstellen und das darüber und dann haben wir das hier. Passt. Gott sei Dank. Bin in Position, sollte nicht lang dauern. Wenn du die Spyware installierst, wird ein Virus gestartet. Der scannt das System nach meinen Daten und löscht sie. Und Virus wird hochgeladen. Nein, ich kann die beobachten, aber die mich nicht mehr. Damien Brinks? Worum geht es? Es geht wohl um Raymond Kenny. Ach so? Schicken Sie ihn her. Ja, Ma'am. T-Bone, bin fertig. Dein Name ist Sauber und Spyware ist drin. Ja, ich registriere schon die Pings. Gut gemacht. Und jetzt raus da. Sekunde. Auf den Servern ist ein Name aufgetaucht. Jemand, den ich kenne, ist hier. Ich sehe mir das an. Mach keinen Scheiß, Aiden. Diese Jungs sind keine Dorftrottel. Ich bin bald zurück. Zeitverschwendung. Absolut, Zeitverschwendung. Lauf mal dahin, wo eine Kamera ist. Oder dass ich das Meeting lokalisieren kann. Genau, lauf mal da durch die Tür. Durch die Tür ist super. Aha. Wo ist hier eine Kamera? Da ist eine Kamera. Tada. Reden wir über Raymond Kenny. Eins nach dem anderen. Sie müssen wissen, dass ich Dreck gefunden habe. Über einige CTOS-Manager. Welche Art Dreck? Die kostspielige Art. Ganz ruhig. Ich bin kein Erpresser. Also kein Geld. Was dann? Ganz simpel. Sie können den Dreck haben. Weniges ist so einfach. Wie lautet der Preis, Mr. Brinks? Ich will in CTOS. Ich gebe Ihnen Kenny, den Dreck, sogar den Rächer, sobald ich mit ihm fertig bin. Ich weiß, die Leute da oben würden das nicht erlauben. Aber die müssen es ja nicht wissen. Und Kenny ist gleich hier in Pony. Ist das nicht praktisch? Entschuldigen Sie mich. Wir haben Kenny. Bewegt euch. Aha, Madame Butterfly. Es ist immer schön, wenn man helfen kann. Alarm ist ausgelöst. Seht euch um! Verdammt! Damien wird noch alles vermasseln. Warum merkt er das nicht? Wir brauchen Ray Kenny. Ich muss ihn da rausholen. Nichts zu sehen, ich gehe weiter. Alles sauber! Ich gehe da lang! Nicht! Achtung! Nein! Ich flieg gleich in die Luft! Sei vorsichtig! Suche in die Richtung! Okay. Müssen wir da lang? Ne, wir müssen hier raus, ne? Shit. Falsch gelatscht. Nichts gefunden, du siehst.
mal da drüben nach. Ich geh weiter. Alles sauber. Ich geh da lang. Ich hab hier nichts. Geh lang da drüben. Ich geh weiter. Hier ist alles sauber. Ich such woanders. Hier ist nichts. Ich such woanders weiter. Shit, das Tor ist zu. Ich will nicht da rein. Macht jemand mal das Tor auf? Danke. Ach, natürlich muss ich da drin was erreichen. Ist ja klar. Alles sauber. Wir müssen das abblasen. Behaltet ihn im Auge. Fuck, nein. Meine Ladung Moment. Geht gleich hoch. Da vorne ist was. Hast du gesehen? Shit. Seht euch um. Das war kein normaler Defekt. Auf. Bestimmt nicht. Er muss hier sein. Sucht ihn. Achtung! Hilfe! Verletzter! Achtung! Tja. Sucht da hin. Warte auf, geht da lang. Sucht dort entlang. Drei Stück sind's nur. Pass auf, Mann. Das kann nicht sein. Ja, das haben wir ja hervorragend gemacht. Ja, mit ein bisschen Konzentration läuft es dann auch. Muss man so sagen. Es läuft ja dann so ein bisschen. So, muss ich da rein oder was? Wo muss ich hin? Erreichen. Ach nee, ich muss hinter das Gebäude. Okay. Ich muss an die Motorräder. Doch außerhalb. Da hätte ich es mir auch sparen können. So, wo müssen wir hin? Ganz darüber wieder. Oh, Skillpunkte müssen wir verteilen. Benjamin Tribon, Pfarrer. Er wollte mich aufhalten und hat's auch versucht. Diesmal gewinnt er nicht. Da kommt Ärger auf dich zu. Blum weiß, wo du bist. Du musst dich irren, Amigo. Wenn ich mich recht entsinne, bist du doch da, um mich von Blums Radar abzulöschen. Ja, das hat geklappt. Nur ist jetzt die Miliz hinter dir. Manchmal sollte ich auf die Stimme hören, die mir sagt, dass ich im Bett bleiben soll. Manchmal, ja. Gottverdammte Scheiße. Okay, beeil dich ein bisschen. Bin schon da. Ich bleibe in Deckung. Hoffentlich kannst du besser schießen als die Typen. Natürlich kann ich besser schießen als die Typen. So, wo sind sie denn, die Boys? Da rennen sie rum. Da draußen könnte noch jemand sein. Reiß mich! Scheiße! Das muss ich durchdrücken lassen. Das Scheißding ist kaputt. Kann nicht weit sein. Vorsicht! Das schmeckt mir nicht. Durchsuch das Gebiet. Okay. Schön, dass der hier so viel Spacing gemacht hat. Sag mal jemand was, ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt noch etwas höre. Okay, keine Panik. Muss man doch entschärfen können. Nach, Mann, jetzt nach. Ich hab hier nichts gesagt. Wenn ihr nichts findet, seid ihr verhaftet. Okay, wir haben alle, oder? Das sind alle, die hier. Sag mal was.
Kriegen wir die nicht platt mit den ganzen Fallen? Vorsicht! Sucht weiter! Ja, dann brauchen wir halt härteres. Pass auf, Mann! Ich hab hier nichts, ich geh nach da drüben. Und dann? Wo ist denn dieser? Ah, da oben. Haben wir sie doch alle. Tja, das war doch ganz angenehm, würde ich sagen. So, alles klar. Tiberon, wir haben dich gerettet. Lass uns niemanden Schuss abgeben. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Nur fair. Wir müssen hier weg. Scheiße, jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallen scharf schalten. Und dann müssen wir echt die Hufe schwingen. Shit, krieg mich. Folge mir! Ich folge dir. Wo willst du denn hin? Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten, klar? Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Hey, mach dich bereit! Löst die Fallen aus! Jetzt! Hey! Jetzt! Ich hab immer gewusst, dass meine Kunden frei kann. Bist du okay? Shit. Du kannst mich nicht aufhalten! Shit! Boah, Alter, der ist wirklich heftig zu kriegen. Okay, haben wir. Auf noch eine Minute, nur noch eine Minute! Junge. Die Musik ist der Hammer. Natürlich. Der Sprengzünder braucht ein paar Sekunden. Wenn du ein Feuerwerk willst, müssen wir kurz warten. Die dürfen noch nicht kommen. Halt sie zurück. Natürlich. Wir halten sie zurück. Wo kommen sie denn?
Keybone, was macht die Kunst jetzt? Es ist gar keiner mehr da. Hab's fast geschafft! Ach, jetzt sind sie wieder da. Natürlich. Los! Du willst da hinten raus. Los geht's. Ziel ist in Bewegung. Verdammte Scheiße. Scharfschützen. Was zum Teufel? Das sind keine scheiß Amateure, Aiden. Spielst du gerade Taschenbillard? Ruhe. Schaff sie mir vom Hals. Hol ihn dir. Einer noch, ne? Da oben. Was ist der denn? Der steht bestimmt da oben drauf, oder? Alles klar. Ich habe die ganzen 300 Schuss verballert jetzt eben. Hey, ich sagte doch, hier geht alles den Bach runter. Ich überlasse dir die Ehre. Warte, wo? Moment. Für mein Portfolio. Mach weiter. Beweg deinen Arsch! So ein großer Bums war es jetzt aber nicht. Alter, warum hat denn der auf einmal so viel Vorsprung? Einmal mit dem Boot. Alles klar. Muss ich fahren? Nein, natürlich muss ich fahren. Wo müssen wir hin? Entkommen Sie aus Pawnee. Hey, der Angriff tut mir echt leid. Schon gut. Ich versuche mich nicht mehr an Dinge zu binden, weil ich sie normalerweise verliere. Das muss ich noch lernen. Ich kann nicht gut loslassen. Oh, ich brodle wie Mount St. Helens, das kannst du mir glauben. Aber ich bin nicht undankbar. Trotz des Rückschlags bin ich ein freier Mann. Dank dir. Jetzt also zurück nach Chicago. Sag mal, kannst du mich da irgendwie unterbringen, Mann? Wir sind in deiner alten CTOS-Station. Echt? Im Bunker? Das passt schon. Kannst kaum erwarten, deine Dateien zu zerpflücken und zu sehen, worum es hier eigentlich geht. Davon darf absolut nichts raus, T-Bone. Ich tausche es gegen Nikki. Mach dir da mal keine Sorgen. Du hast mir geholfen. Jetzt bin ich dran. Alles klar. Der Bunker. Wow, hat mal ein bisschen Action im Valley, wa?
Spürst du das? Das Gewicht von Trillionen Bytes Informationen an der Fingerspitze. Jedenfalls musst du hier für eine Weile untertauchen. Was soll das alles? Bin nicht sicher. Sie hat was mit einem alten Job zu tun. Und irgendwer möchte nicht, dass ich was rausfinde. Hm? Schön, dass es dir gut geht. Sagst du mir, was passiert ist? Industriespionage, korrupte Bullen, große Explosion, Honey. Und du bist? Das ist Clara. Clara, das ist T-Bone. Auch bekannt als der legendäre Raymond Kenny. Im Ernst? Nicht alle in diesem Spiel sind Models, Kleines. Nein, ich meine... Wow. Ich bin ein Fan. Oh. Enchanté. Okay. Was ist passiert? Damien war hier. Was? Woher wusste er? Weiß nicht, er handelt seinen eigenen Deal aus. Was mit Blumen? Davon hast du nichts gesagt. Ist okay. Nein, nichts ist okay. Du musst mir sagen, wo du alles drinsteckst, und zwar alles, sonst entschlüssel ich einen Scheißdreck. Also, Damien und Blue. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich entscheide selbst, worum ich mir Sorgen mache, Aiden. Hör mir doch mal zu. Ich brauche einen Namen von diesem Server. Unser Deal ist, ich bringe dir die Daten, du entschlüsselst sie. Tja, dann hast du jetzt ein Problem. Hey, wir brauchen dein Fachwissen. Der Server benutzt deine Verschlüsselung. Wir brauchen Raymond Kenny. Bist du sicher, dass du die Daten beschaffen kannst, ohne geschnappt zu werden? Nein. Ach, endlich bist du mal ehrlich. Gut, dann leg es besser los, Mann. Clara hier wird mich in ein paar Dinge einweihen. Danke. Für das Portfolio. Mission beendet. Alles klar. Jetzt habe ich alle Sorgenkinder zusammen. Clara an den Monitoren, T-Bone hilft mir in Irex Festung einzudringen und Jordi. Tja, Jordi macht, was Jordi so macht. Okay, sehen wir, was Irex da beschützt hat. Okay. So, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Fortschritt? Wir sind bei Akt 3, da fehlt uns noch eine Mission. Dann haben wir hier noch 8. Na gut, dann haben wir beim nächsten Mal noch ein bisschen was. Ich würde sagen, wir machen den Fähigkeitenbaum. Da verteilen wir unsere Fähigkeiten mal noch. Hacken, Kampf, hergestelltes Fahren. Ich würde gerne mal einen Kampf noch. Was ist das hier? Schrotflintenexperte, die benutzen wir so langsam. Verlangsamter Modus. Pyrotechniker. Erhöhte Tragerkapazität von Sprengstoff. Sprengstoffwiderstand. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Hergestelltes. Die will ich. Genau, und die will ich auch, dass wir die Dinger herstellen können. So, und dann können wir mal gucken, was bei Hacken noch geht. Profiler-Optimierung. Gute Belohnung versprechen. Die Systemschlüssel, okay, was haben wir hier? Transformatoren. Okay. Dampfleitung. Verbesserte Helikopterabschaltung und Nagelsperre. Ja, das nehmen wir noch mit. Und dann können wir hier noch hergestelltes. Fokus Boost. Na komm, nehmen wir mit. Wir können es freischalten, von daher. Passt es. Wunderbar. Wo verdammt warst du? Horny. Puh, herzliches Beileid. Ich bin auf dem Weg nach Rossi Fremont. Ich brauche Hilfe. Du zahlst mir nicht genug. In diese Todesfalle gehe ich nicht. Musst du auch nicht. Du bist mein Scharfschütze. Schon wieder? Na, klingt vernünftiger. Hey, du redest nie, wo ich bin. Ja, stimmt. Ich gieße deine Pflanze. Maurice, gib ihn mir. Was? Was? Wer ist da? Wenn du nicht redest, bleibst du da. Oh nein. Ach komm bitte. Ich hab keinen
Namen. Du verstehst nicht. Ich bin erledigt. Ich kann's nicht stoppen. Ich sehe ständig dieses Mädchen. Und sie sieht mich einfach nur an. Halt's Maul. Ich hab gesagt, halt's Maul. Okay, Heulsuse, zurück in deine Ecke. Gott, Pierce, was hast du gesagt? Wir treffen uns da. In Rossi Fremont. Klar, ich werde da sein. Genau, du wirst da sein. Perfekt, dann können wir jetzt hier auch gemütlich speichern. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter, Leute. Ich würde sagen, entweder im Livestream. So, wir haben 10 Uhr morgens, das ist natürlich toll. Kann ich hier auch... 7 Uhr. Genau. Nicht, wir haben 10 Uhr, sondern bis 10 Uhr hätten wir schlafen können. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ich gucke, dass ich die Probleme mit OBS quasi wieder zum Laufen bringe. Ich habe keine Ahnung, was das heute war. Ich hatte jetzt aber ehrlich gesagt nicht so Lust, mich da jetzt technisch so extrem mit zu befassen, sondern vielmehr, wollte ich quasi doch ein bisschen zocken. Viel haben wir nicht mehr, geht's dann beim nächsten Mal weiter. Entweder ich mache es dann auch wieder so, dass es dann halt einfach mal wieder ein Video gibt, oder wir machen es im Livestream, das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon fürs Zuschauen hier in dieser Folge und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge Watch Dogs. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, macht's gut, ciao.